Mein Name ist Mariella, ich bin 25 Jahre alt und habe den Master Digital Healthcare an der Fachhochschule St. Pölten abgeschlossen. Ich habe mich für dieses Studium entschieden, weil ich immer schon fasziniert von Herausforderungen im Gesundheitswesen war. Und die Digitalisierung hat ja mittlerweile auch im Gesundheitsbereich Einzug gehalten. Und ich bin persönlich sehr davon überzeugt, dass sie viele Chancen bietet, um Herausforderungen und Challenges anzugehen. Und Digital Healthcare bietet für mich einfach den perfekten Grundstein, das perfekte Fundament, um mich in die richtige Richtung weiterzuentwickeln und um zukünftige Innovationsaufgaben im Gesundheitswesen zu übernehmen. Was das Studium an der FH St. Pölten für mich so wahnsinnig attraktiv gemacht hat, war einfach diese gute Vereinbarkeit aus Beruf und Studium, weil es tatsächlich sehr planbar ist. Also in Digital Healthcare wechseln sich Online-Phasen und Präsenzphasen ab. Es ist von Beginn an klar, wann man wo ist. Man freut sich auf die Zeiten, die man mit seinen Kollegen gemeinsam verbringen kann. Der Austausch ist da, die Interdisziplinarität ist da. Und ich finde, das macht das Studium Digital Healthcare schon sehr besonders. An der FH St. Pölten generell und im Studiengang Digital Healthcare im Speziellen gibt es ganz tolle Möglichkeiten, sich schon von Anfang an mit Forschung zu beschäftigen. Einerseits über das Studienprojekt, was man über 3, 4 Semester verfolgt, in einer gemeinsamen Gruppe mit anderen Studierenden. Was einfach toll ist, um erste Erfahrungen zu sammeln, erste kleine Schritte in der Forschung zu machen. Und was ich andererseits sehr empfehlen kann, ist auch als Studierender bereits im Studium an die FH heranzutreten und den FH-Forschungsprojekten mitzumachen. Ich habe diese Chance selbst genutzt und es war für mich tatsächlich der wichtigste Grundstein in meiner Karrierebildung, in meiner Laufbahnbildung, um auch später in der Wissenschaft arbeiten zu können. Also kann ich sehr empfehlen. Ich arbeite aktuell im Bereich der Lehre und Forschung, mache auch aktuell mein Doktoratstudium. Und was ich aber betonen möchte, wenn man Digital Healthcare abgeschlossen hat, gibt es kein Universalrezept, was man als Absolventin erfüllen kann. Also es ist nicht so, dass wir in eine fixe Stellenbeschreibung passen, sondern ich würde eher sagen, es ist eine sehr weite Bandbreite an Dingen, die man tatsächlich verfolgen kann, sehr abhängig von den eigenen Interessen, von der eigenen Person, von der Motivation. Und das reicht jetzt in meinen Augen einerseits vom im eigenen Beruf bleiben und neue Aufgaben übernehmen, neue Verantwortungen übernehmen, sich dort weiterentwickeln, bis hin zu beispielsweise technisches Projektmanagement oder die Brückenfunktion in gesundheitstechnologischen Projekten einzunehmen oder aber auch völlig neue Perspektiven zu eröffnen, einen neuen Job zu suchen. Und was an Digital Healthcare, glaube ich, sehr spannend ist, dass es auch für selbstständige therapeutische Berufe einen großen Benefit leistet, beispielsweise wenn man digitale Elemente in das eigene Behandlungsspektrum einbauen möchte. Und es ist ganz egal, welche Richtung man verfolgt, Digital Healthcare liefert hier in allen Bereichen eine sehr gute Basis, ein sehr gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann.